So, jetzt aber. Daddy, I'm home. In der Regalen sind verschiedene Masken. Es sind alle sehr fein gearbeitet und wirken fast schon lebendig. Von ihnen ist beim Benal ein Stück Papier angebracht. Noten geschrieben, die als Mondfigur notiert wurden. Notiz, Sojas Notiz. Den Eingang zum Tempel des Totenreichs, wo der Ritus der Heimge abgehalten wird, ist verschlossen und der Zugang tabu. Um die Tür zu öffnen, muss ein bestimmter Mondklang gespielt werden, aber der zugehörige Weiß ist schon in Vergessenheit geraten. Jedoch gibt es ein altes Notenblatt, das aus den alten Dokumenten der Familie Haibara rekonstruiert wurde. Er sagt, er konnte es mit Hilfe des Kamera Obscura aus einem halb verbrannten Notenblatt wieder erscheinen lassen. Ach, dann ist doch das Soja. Das ist das, wo wir runtergeführt wurden, ne? Glaube ich. Tsukihami no men ga areba, subete no mono o sukuu koto ga dekiru hazu da. Hä? Maske des Instruments. Schlüsseldiagramm, ein Stück Papier mit Zeichnung. Sojas Notizen 1. Dr. Haibara will wissen, warum die Maske der Mondfinsternis den Tag der Erlösung herbeigeführt hat. Die von Soetsus gefertigte Maske der Mondfinsternis ließ das Gefäß erblühen, weil es ihm nicht gelang, sie perfekt zu hauen und sie auf verbotene Sphären der Psyche einwirkte. Die wahre Maske der Mondfinsternis trägt das Selbst des Gefäßes, lässt es einmal völlig leer werden, wirkt dann auf die Tiefe seiner Psyche ein und öffnet den Pfad zum Ursprung der Seelen der heiligen Sphäre. Indem sie die heilige Sphäre erreicht, wird die Seele des Gefäßes, die zu nichts geworden ist, erneut mit etwas gefüllt. Dr. Haibara hat mit Experimenten erforscht, wie das Tragen von Masken die Psyche beeinflusst. Ich denke, ich werde ihn bitten, mich bei der Herstellung der Maske der Mondfinsternis zu beraten. Ich will kaum einen Grund haben, meine Bitte abzulehnen. Ja, aber ich dachte, er war sich sicher, dass da... Großer, böser Schrank. Bücher stehen in den Regalen. Sie sind gekippt und brüchig. Also das heißt, jetzt wieder zurück, ne? Das wird fun. Ey, solange wir aus der scheiß Hütte kommen mit diesem dreckigen Geist, Alter, der mir so auf den Sack geht, bin ich allzeit bereit. Hey, was geht? Oh, ihr Penner, ey. Ich frage mich jetzt, ob wir da rein können, wo ihr Vater immer drin gearbeitet hat. Weiß jetzt, bin ich jederzeit bereit, dass ich da wieder loslasse. Und dann kommt halt wieder nichts. Weg zur Kagura. Aber es sind nur drei. Oh, ich darf nicht mehr rein, ihr Schweine. Vorher auch so dunkel. Ah, jetzt hat. Das ist immer so der Übergang, ne, von einem Raum im nächsten.
5 Bewohner aus alten Zeiten. Warte, ich komm mit. Also ist sie im Prinzip der Hauptcharakter. Weil sie halt eine Nachfahrin von diesen Mondschreinwächterinnen ist oder irgend sowas. Oh. Das schaut hier fies aus, Alter. Oh, der Ton schon. Dieser Fünferpack von diesen. Von diesen Instrumenten, ey, leck mich fett. Oh, das ist das.
wird die Maske aus Vaters Zimmer in den Altar platziert. Der Schmuck darauf beginnt sich zu bewegen. Sehen und im Mond ähneln. Ist das einfach die Mondorgel? Oh, das ist falsch. Ups. Ist da irgendwo ein Maschinengang gesetzt worden? Jetzt geht's zu dem verbotenen Altar runter. Frage ist die Maschine in dem Altar. Weil ich meine, du siehst unten auch keine Sachen, die wohl das irgendwie fahren würden. Speichern. Okay. Eintauschen. Oh, da jetzt. Schuluniform Sommer nach Schulwechsel. Vorschulwechsel. Ja, aber ich finde die besser. Wobei das halt auch einfach nur die ist, die wo man eh die ganze Zeit sehen. Spiegelstein. Oberstein. Nur mal schauen. Kamera obscura. Was haben wir da noch? 52 Steine. Jetzt, wenn wir noch 20, 18 fehlen, finden würden, könnten wir die Kraft nochmal hochziehen. Objektive? Wie schaut's aus? Langsam. Macht Geister kurzzeitig träge. Kamera in Bereitschaft. Die Stärke der Aufnahme nimmt kurzzeitig zu. Besonders starke Aufnahmen. Langsam. Erlaubt besonders starke Aufnahmen, Stufe 1. Schmettern, durchstoßen. Also wenn, dann nehme ich das Lila, die Stärke der Aufnahme nimmt kurzzeitig zu. Pfad des Untergangs. Das sind aber echt super Namen, ey, was die da haben. Ich meine, man könnte es auf Pfad der Seelen nennen oder so. Nee, machen wir Untergang draus, damit auch wirklich was Schlimmes passiert. Holy shit, wie tief geht es? Yes. Sack, er war zu schnell.
Auf dem Weg zum Ritus. Aber da fällt mir was ein. Also wir haben einmal überleben, zweimal voll heilen und dann nochmal 12 Dinge. Also ich müsste schon ganz dumm sein auf normal, dass ich das wirklich komplett aufbrauche. Aber wir sind unten. Tempel des Totenreichs. Aus der Bahn, ihr lahmen Geister. Warte mal, da ist was. Noch mehr Rudelsteine. Jetzt schmeißen sie mich aber mit dem Zeug zu. Puh, ist das dann das Finale? Die Puppe ist noch in der Mitte. Aber was ist mit dem Ding? Stück. Masken für mein linkes Auge. Der lässt mich doch jetzt nicht einfach so raus, oder? Ich sag doch, wir dürfen ganz Leder.
schon fast ein Hochleistungssportler. So schnell wie ich glaube. Schau dir auf die Anzeige um, damit sie weiß, wo der Geist ist. Up, King. Oh Gott sei Dank. Boah, Alter, echt jetzt den ganzen Weg wieder hoch. Ich werde mal hier für einen Teleportationsgeist. Müssen wir jetzt wieder dahin, wo sie eingesperrt wurde? Oder dahin, wo ihr Vater sich zurückzieht? Oder wie gesagt, ja doch, wo sie eingesperrt wurde oder wo ihr Vater sie hingebracht hat? Ja. Reumütiger Soja. Also wirklich da war ein Stück der Maske drin, ich hab's doch gesehen. Stimmt, da durch den Gang noch. Deswegen durfte ich vorher nicht rein, weil ich erst runter musste und dann wieder hoch. Es ist viel Backtracking, muss man sagen. Aber so hier vor seiner Arbeitsstätte. Aber nachdem, nach Project Zero 5 ist ja auch viel in dem Wald immer wieder dieselben Stellen. Wobei man sich ja dann auch aussuchen kann, wo man anfängt. Luca besucht ihren Vater. Maskenfragment Mund. Jetzt sind wir wahrscheinlich bei ihm drin, das obere Maskenfragment. Zögernde Ruka. Hat er sich das Leben genommen? お父さん。
Sang-san. Er ist erblüht. Und tschüss. Na, das reicht doch nicht. Wow. Clips. Geht jetzt damit ihr einfach weiter? Zusammenfassung. Ruka erfuhr im Haus ihrer Familie alles über ihre Vergangenheit. Ihr Vater, der maskenfertige Soja, hatte, um sein Lebensziel zu erreichen und die vollkommene Maske der Mondfinsternis zu schaffen, seine eine Tochter und vier weitere Mädchen mit einer Maske zum Instrumenten des Ritus gemacht und Sakuya als Gefäß der Kagura-Festtanz tanzen lassen. Das war die verbotene Zeremonie, der Ritus der Heimkehr. Doch der Ritus schlug fehl, Ruka und die anderen Mädchen verloren ihre Erinnerung und Sakuya fiel in einen tiefen, unaufhörlichen Schlaf. Und eines Tages erwachte Sakuya als jemand, der nie hätte erwachen sollen, nie hätte erwachen dürfen. Das war das Massenverschwinden vor 8 Jahren und der Tod ihrer Freundinnen, also alles das Ergebnis des Wahns ihres Vaters Soja. Wie kann diese Tragödie nun endlich beendet werden? Gibt es einen Weg, die Fehler ihres Vaters wieder gut zu machen? Der Tag der Mondfinsternis, an dem Tag Sakuya alles vernichten würde, ist nah. Aber uns fehlt noch ein Stück der Maske, oder? Letzte Phase, heilige Sphäre. Ruka Minazuki. Suche nach Spuren deines Vaters. Vater zog sich immer hierhin zurück und arbeitete an seinen Masken. Alles, woran ich mich erinnere, ist dieses dumpfe Geräusch. Und Vaters Rücken. Doch das Gesicht, als er sich zu mir umgedreht hat. Sein Gesicht, ich erinnere mich nicht an sein Gesicht.
Na, fangen wir doch da an. Sehr schön. Gleich ist ein Meißel verschiedener Größe angenommen. Auf dieser Arbeitsfläche müssen wohl Masken gemeißelt worden sein. Von einem Maskenmacher? Nee, niemals. Sojas Notizen. Ich habe alles gegeben, um eine perfekte Maske zu hauen. Sie wies nicht den geringsten Mangel auf. Also warum ist sie erblüht? Warum ist der Ritus der Heimcafé geschlagen? Lag es am Gefäß oder an den Instrumenten? Was immer der Grund war, der der Nachhall bereits begonnen hat, gibt es nichts mehr, was wir tun können. Wie mein Vater so jetzt so vor mir, habe ich den Tag der Erlösung über uns gebracht. Das Mindeste, was ich tun kann, ist mir das Ende mit meinen eigenen Augen anzusehen. Das ist der gerechte Lohn, den ich mir durch meine Taten verdient habe. Ach, Vorfahre Suetsu. Dachte schon, hä, ist das nicht ewig her gewesen? Okay, es gibt noch eine Stelle, wo er eine gemacht hat. Papa, wo ist der hingegangen? Hinter dem Altar strömt kalte Luft hervor. Scheinbar kann der Altar bewegt werden. Der Altar bewegen? Ja. Sind diese geheimen Altarhintergänge? Sojas flüchtige Zeilen. Die heilige Sphäre existiert, da bin ich mir sicher. Hat sie nur noch nicht niemand gesehen. Sagst du auch, der Mond habe aufgehört zu existieren, wenn er bei der Mondfinsternis verschwunden ist? Über die Maske der Mondfinsternis. Es heißt, dass die Kunst des Hauses der Yomotsuki-Ai ihren Höhepunkt zu Zeiten von Suetsu erreichte. Nach dem Tag der Erlösung wurde die Maske Suetsus als Unglücksbringer gefürchtet und verbannt. Das Einzige, was von ihnen noch übrig ist, sind die Studienzeichnungen, die im unterirdischen Schrein eingraviert sind. Die Form der Maske der Mondfinsternis muss in diesem Schrein ihren Ursprung haben. Während ich vor einigen den eingravierten Masken sitze, werde ich der Stille gewahrt, die Suetsu erreicht hat und versteht das Ausmaß seiner Kunst. Ich habe meine Kunst in langen Stunden vor den Steinen ausgebildet und mich Suetsus Niveau angenähert, aber es reicht immer noch nicht aus. Den Durchbruch brachte das Foto, das Direktor Haibara mir zeigte. Als Professor Kunihiko Aso vor langer Zeit auf die Insel kam, machte er ein Foto von der Bühne der Kagura. Darauf ist die von Suetsu gehauene Maske der Mondfinsternis abgebildet. Das ist eindeutig die Maske der Mondfinsternis, die Suetsu gefertigt hat. Anders mag das nicht auffallen, aber mir schon. Ich weiß nicht, wieso die verlorene Maske in diesem Foto auftaucht. Das heißt, die Kamera Obscura kann die Vergangenheit abbilden. Vielleicht hat sie in einen Überresten Suetsus eingefangen. Das Foto ist etwas verzerrt, aber die Intensität der Maske der Mondfinsternis, die das Ziel von Suetsus Bemühungen darstellt, kommt sehr gut zur Geltung. Ich muss Suetsu übertreffen. Ich muss sein Lebenswerk vollenden und die Maske der Mondfinsternis fertigstellen. Ja, aber ist immer noch. Da ist immer noch was. Oder Spiegelsteine. Alter, noch mehr geheime Gänge, ihr macht mich fertig.
Wahrscheinlich kam damals so. Inselheim suchende Sakuya 1. Da ist er hin und hat nach ihm gesucht, ne? Weil er gewusst hat, das ist jetzt eh vorbei. Aber bei solchen Geheimgang-Dingern und sowas, wo immer massig solche Teile sind, frage ich mich dann auch immer. Wie ist das dann so? Ey, wir haben ein Budget für 10 Häuser. Und 5 Lagerhäuser. Alles. Ihr sollt alle erblühen. Also gut, wir bauen ein Haus und 50 Geheimgänge. Ja, aber was ist mit den anderen Leuten? Scheiß auf die anderen, wir brauchen mehr Geheimgänge.